lautet tatsächlich Taufe oder wie die Taufe Unsichtbares sichtbar macht. Und wer mich kennt, weiß, dass ich immer gerne auch was zum Illustrieren mitbringe. Und da habe ich heute auch ein bisschen was mitgebracht. Jetzt wird's ernst. Halleluja. Soll auch alles richtig sitzen? Ja, warte mal, ich muss noch ein bisschen was vorbereiten. Da sind wir gut drin im Vorbereiten in dieser Gemeinde. Wir haben es schon kennengelernt. Genau, jetzt kann es losgehen. Ja, Unsichtbares sichtbar machen. Wer wie ich ganz viele Kilometer auf der Straße verbringt, im Straßenverkehr, und wenn du dann auch mal am Autobahnrand irgendwo vor dir ist ein LKW und da taucht irgendwo ein stehen gebliebenes Auto auf und wehe, die Person ist nicht mit so einer Weste bekleidet, die siehst du nicht. Das ist lebensgefährlich für die Person und keiner möchte das erleben, dass es da zu einem Unfall kommt. Nun, was hat das mit uns, mit deiner Gemeinde, mit der Gemeinde zu tun? Das ist der Job von unserer Church, von unserer Kirche, von deiner Gemeinde, den unsichtbaren Gott sichtbar zu machen. Den unsichtbaren Gott sichtbar machen. Und wir dürfen das hier heute live, ihr dürft es live erleben, wie der unsichtbare Gott sich sichtbar macht. Das ist eine ganz hervorragende Aufgabe für die, die schon länger dabei sind. Aber vielleicht warst du noch nie in einer Freikirche oder überhaupt im Gottesdienst. Und vielleicht bist du überrascht, wie lebendig der Gott ist, der für dich vielleicht jetzt noch unsichtbar ist. Wir als Christen sollten jedenfalls sichtbar sein. Wir sollten keine U-Boot-Christen sein. Kennt ihr U-Boot-Christen? Die tauchen unter. Die sind vielleicht gläubig, aber die kennt keiner. Die sind unsichtbar. Wir sind hier eine lebendige Kirche. Wir sind vielleicht manchmal ein bisschen laut, ein bisschen lebendig, aber ich möchte nirgendwo anders sein als in dieser Gemeinde oder in Gemeinden, wo der lebendige Gott erfahrbar ist, erlebbar ist. Denn, Unsichtbares sichtbar machen heißt in Apostelgeschichte 1,8, aber ihr werdet den Heiligen Geist empfangen und durch seine Kraft meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien, in Brunsbüttel und weit darüber hinaus. Du wirst erstaunt sein, wenn du deine geistlichen Augen und Ohren aufmachst, wo es überall lebendige Christen gibt. Ihr kennt das Wort, ihr sollt Salz und Licht sein. Diese Salz- und Licht-Christen, sag ich mal, die gibt es tatsächlich. Und nicht nur in ganz Schleswig-Holstein, die sind auf der ganzen Erde verstreut. Mach mal deine geistlichen Augen und Ohren auf und du wirst sie wahrnehmen. Wenn du manchmal im Urlaub bist, du sagst, oh, ich suche mal ein paar Christen, ich bete mal dafür. Und dann komischerweise begegnen dir Christen. Genauso wie du sie hier erlebst. Genauso wie du sie in anderen Gemeinden erlebst. In Johannes 1,18 steht, kein Mensch hat Gott jemals gesehen. Doch sein einziger Sohn, der selbst Gott ist und in enger Gemeinschaft mit dem Vater lebt, hat ihn uns gezeigt. Die Bibel, das Neue Testament, macht da eine ganz klare Aussage. Wer Jesus gesehen hat, hat den Vater gesehen, hat Gott gesehen. Da finden wir ganz viele Bibelstellen, wenn wir in der Schrift studieren. Übrigens faszinierend, wenn du in der Bibel liest, da wirst du, das ist wie eine Entdeckungsreise. Du wirst Schätze bergen, die du vielleicht gar nicht vermutest. Viele Lebensweisheiten entstammen der Bibel.
Ich dann mein Sohn Achim denke, der hat in den Sprichwörtern gelesen und stellte auch mal fest, oh, das sind ja echte Lebensweisheiten, die dort hervorkommen. Und sie sind, haben ihren Ursprung in der Bibel. Für mich auch faszinierend, wir leben ja alle in der gleichen Welt, in der gleichen Zeit. Und Menschen nehmen Gott unterschiedlich wahr. Einige glauben an ihn, sind begeistert und andere nehmen es gar nicht wahr. Sind Atheisten, wie sie sagen. Sie glauben zwar nicht an Gott, sie glauben, meinen an gar nichts zu glauben, aber an irgendetwas glaubt jeder. Manchmal glaubst du vielleicht ans Internet, ans Politiker, an die Politik, an die Wirtschaft, an den Mammon. Vielleicht glaubst du an irgendwas anderes. Und du hast Jesus noch gar nicht so richtig auf der Rechnung. Hatte ich übrigens auch 34 Jahre gar nicht. Und ich war überrascht, wie er dann mächtig, heftig in mein Leben kam. Und ja, ich eigentlich mit meiner Familie diesem Jesus mit unserem ganzen Sein nachfolgen, wie wir es können. Mir geht es heute Morgen um drei Dinge, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. Die Täuflinge haben diese Dinge schon erkannt, sind schon Schritte gegangen sozusagen. Der erste Schritt, den nenne ich mal ganz altbacken, den mögen wir heute gar nicht hören, der tut unseren Ohren weh, aber der ist relevant für dich und für mich. Und das Wort heißt Buße. Buße heißt eigentlich Umkehr. Das heißt, ich habe 34 Jahre Gott meinen Rücken gezeigt. Ich habe ihn nicht angeschaut, weil ich es nicht besser wusste. Und dann habe ich mich umgedreht. Ich bin umgekehrt. Ich gehe jetzt auf ihn zu. Ich darf ihn kennenlernen. Und glaub mir, nach 27 Jahren, ich lerne diesen Gott immer noch mehr und besser kennen. Weil er ist so unerschöpflich groß, dass wir es gar nicht für möglich halten können. Unsere Täuflinge hier, bis auf Mike, haben alle einen Alpha-Kurs mitgemacht. Wolfgang hat das eben schon erzählt. Das ist nicht nur ein Glaubenskurs, sondern da geht es um die Basics des christlichen Glaubens. Ich weiß nicht, ob du dich schon mal mit dem christlichen Glauben überhaupt auseinandergesetzt hast. Also bei mir war das damals gar nicht so einfach. Ich wollte das ja gar nicht wissen. Aber Jesus kennt unser Herz, er kennt unser Innerstes. Und in diesem Alpha-Kurs, da wird mal erklärt, auch anhand der Bibel, wer ist eigentlich Jesus? Wie ist die Bibel entstanden? Das ist ein merkwürdiges Buch. Über 1400 Jahre entstanden, von 40 Autoren in unterschiedlichen Zeitepochen und dennoch wie von einer Hand geschrieben. Einerseits ein mysteriöses Buch, aber es ist für uns Christen auch so wie eine Lebensanleitung. Und wir können da wirklich eine Menge entdecken. Zweitens geht es mir darum, sterben und auferstehen mit Jesus. Das wollen wir hier heute richtig feiern. Sterben, das will ja keiner. Und unweigerlich wissen wir, dass es auf jeden von uns zukommt. Keiner weiß den Zeitpunkt. Aber als Christen bleiben wir da ja nicht stehen, sondern die Kernbotschaft des ganzen christlichen Glaubens ist die Auferstehung. Nicht nur von Jesus, sondern die Bibel verheißt, nicht nur die Bibel verheißt uns, wir erfahren es, dass wir auferstehen dürfen, dass wir ein Leben nach dem Tod haben dürfen. Hier ist noch nicht finished, hier ist noch nicht das Ende. Du darfst es erfahren. Das ist so krass. Und drittens, das neue Leben. Halleluja! Da kann ich nicht anders als das sagen, weil du wirst ein erfülltes Leben haben, du wirst Dinge erleben, du wirst Zeichen und Wunder sehen, die du in deinem Leben vielleicht noch nie für möglich gehalten hast. So sage ich das. Nun, wie ist das bei dir persönlich? Bevor du Christ wurdest, hast du ja einen Blickwinkel in diese Welt, sage ich mal. Hast du dich schon mal mit christlichen Glauben da wirklich auseinandergesetzt? Hast du dich mal mit der Taufe auseinandergesetzt? In Apostelgeschichte 2,38 heißt es, kehrt um zu Gott, forderte Petrus sie auf.
Jeder von euch soll sich auf den Namen von Jesus Christus taufen lassen. Dann wird euch Gott eure Sünden vergeben und ihr werdet den Heiligen Geist empfangen. Dieser Text ist schon genug, hat schon genug Inhalt, um da natürlich mindestens eine Predigt drauf aufzubauen. Aber es ist ein Auftrag der ersten Christen, dass wir taufen sollen, dass wir das Evangelium von Jesus Christus weitergeben sollen. In Apostelgeschichte 2,41, also ein paar Verse weiter, heißt es dann, viele Zuhörer nahmen die Botschaft von Petrus an und ließen sich taufen. Die Zahl der Gläubigen wuchs an diesem Tag um etwa 7. Steht das da? Nee. Und etwa 3000. Müsst ihr euch vorstellen. Petrus hat gepredigt und 3000 Menschen haben es angenommen, haben diese Botschaft angenommen und haben sich taufen lassen. Auch unsere 7 Täuflinge haben diese Botschaft gehört. Wir hatten viele Gespräche, tolle Gespräche. Ihr hattet Fragen, die habt ihr immer noch, die habe ich auch manchmal noch. Aber ihr seid an den Punkt gekommen, wo ihr gesagt habt, wir wollen uns taufen lassen. Jeder persönlich für sich. Wenn ich in eure Gesichter sehe, jeder persönlich für sich hat sich entschieden, sich taufen zu lassen. Das werden wir nachher auch noch hören und erleben. Gott erkennen, darum geht es als Christen. Gott erkennen im Leben. Übrigens, diesen Sinneswandel, wenn man den erlebt, der bewirkt etwas Gutes. Gott kann man auch übersetzen mit gut. Und meine Antwort ist dann, ich will dir folgen, Jesus. Ich will mehr wissen von dir. Ich will dich kennenlernen. Er, der vorher unsichtbar war, wird sichtbar. Und du siehst manchmal in deinem Leben unterschiedliche Puzzlestücke, vielleicht auch heute Morgen, dass Puzzlestücke zu einem Bild zusammengesetzt werden. Von dem Bild, was du von Gott hattest. Im 1. Korinther 13,12 heißt es zum Beispiel, jetzt sehen wir nur ein undeutliches Bild, wie in einem trüben Spiegel. Einmal aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Jetzt erkenne ich nur Bruchstücke. Doch einmal werde ich alles klar erkennen, so deutlich, wie Gott mich jetzt schon sehen kann. Gott offenbart sich übrigens in der Schöpfung. Wenn man ins Universum rausguckt, wo ist denn die zweite Erde, die wir noch nicht entdeckt haben? Also unser wunderbarer Planet und unser Sonnensystem ist etwas Einmaliges, was ja, schöpferisch Geliebtes, Wunderbares, unsere Erde. Leben. Wo kommt Leben hervor? Hier in der Gemeinde kommt auch Leben hervor, aber auch draußen, auf der Erde. Es ist Leben dort. In wunderbarer Weise. Und dann das zauberhafte Wort, was wir heute noch ganz oft hören werden, Liebe. Was es damit auf sich hat, da werden wir nachher auch bei den Taufsprüchen noch einiges hören. Gott offenbart sich, wie gesagt, in der Schrift. Einige lesen einfach mal in der Bibel und stellen fest, wow, das muss einen Gott geben. Das ist echt toll, wie Gott uns einen Brief hinterlassen hat, einen Liebesbrief sozusagen. Dann durch Jesus. Jeder weiß, dass es Jesus Christus gegeben hat. Dass er am Kreuz gestorben ist. Er wurde gekreuzigt als Unschuldiger. Für dich und für mich. Dann ist er gestorben. Und 3 Tage war er im Grab. Und ist dann auferstanden. Wir feiern das jedes Jahr, Ostern. Halleluja. Dann offenbart Gott sich durch Gemeinde, durch Kirche, durch Church. Wisst ihr, dass es heute ganz, ganz viele unterschiedliche Gemeinden gibt, wie ein bunter Blumenstrauß. Du fragst dich vielleicht, so gibt es eigentlich Protestanten, Katholiken, Freikirchen und Baptisten, Pfingstler oder was das alles für Gemeinden gibt. Und dann gibt es auch noch die Hafenkirche. Gott ist kreativ und er hat seine Gemeinde bis heute bewahrt. Ist faszinierend. Übrigens, wenn du die Gemeinde nicht sehen kannst, ne, würde ich dir empfehlen, in den Spiegel da mal reinzugucken. Dann siehst du die Gemeinde. Diese Gemeinde hat ganz viele Kostbarkeiten. Und dieses zerbrochene Glas
ist manchmal wie dein Leben. Da ist ganz viel Zerbruch. Und Jesus kommt in dein Leben und macht da etwas Gutes draus. Macht etwas Ganzes draus. Stellt etwas wieder her. Heilt dein Leben. Schau in den Spiegel. Faszinierend. Nun, wie können du und ich Gott sichtbar machen? Sollten wir alle in so einer Weste rumlaufen? Wo hinten drauf steht, ich bin Christ? Das sei ferne. Ich lege meinen Talar mal für heute ab, weil unser Christsein sollte man erkennen an unserem Leben. Das ist eine Herausforderung. Kennst du vielleicht auch, bevor man Christ war, dann zeigt man auf die Christen, was sie alles nicht richtig machen. Weil das wissen wir ganz schnell. Aber pass mal auf, da sind drei Finger, die auf dich zeigen. Du selber bist in dem Moment herausgefordert, wo du mit Jesus unterwegs bist, es besser zu machen. Und das ist manchmal herausfordernd, aber es schleift uns. Es bereitet uns vor für den Himmel, weil wir da alle miteinander auskommen wollen und werden. Und ich sage immer, Gemeinde ist ein Trainingszentrum für den Himmel. Hier wirst du trainiert und in dieser Gemeinde kann ich dir sagen, hier wirst du richtig trainiert für den Himmel. Halleluja! Und das fängt in der Regel bei mir und dir selber an. Wenn wir mal, wir haben hier manchmal sehr kontroverse Meinungen oder auch Ansichten. Und Gott benutzt das, um einen selber zu formen. Nicht um den anderen zu formen, sondern um mich zu formen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Und da möchte ich dich einladen, dich da mal darauf einzulassen. Gott ist dann richtig real. Und du merkst manchmal, wie er dein Herz transformiert. Das ist manchmal schmerzhaft. Und dann sagst du manchmal, Gott hat mich doch nicht ganz so doll lieb. Aber das gehört zum Christsein dazu und dadurch wächst du. Ich möchte dich einladen, dich darauf mal einzulassen. Komm mal zum Alpha-Kurs, komm mal zum Jüngerschaftskurs. Und da wirst du das richtig live erleben. Ja, als Christ schaue ich in sein Angesicht. Diese Lieder, die wir hier singen, das ist nicht nur ein Lied. Es ist Anbetung. Gott anbeten. Ist die Frage in deinem Leben, auch in meinem Leben, wen bete ich an? Bete ich Gott an? Oder bin ich vielleicht irgendwo süchtig nach irgendwelchen anderen Sachen? Gott möchte, da ist er ganz eigen, er möchte angebetet werden, er alleine. Und das wird dein Leben in wunderbarer Weise transformieren. Ich jedenfalls möchte ihm nah sein, hier in der Gemeinde. Wir möchten diesem Gott nah sein. Und auch du bist eingeladen, ihm nah zu sein. Wundere dich auch nicht, wenn du vielleicht Heilung erlebst. Gott heilt auch heute noch. Er ist ein Gebet manchmal da von uns weg und wir können es erleben. Wir müssen es nicht erleben, wir können es erleben. Oder wenn Gott in dein Leben kommt und Beziehung wiederhergestellt wird. Vielleicht wunderst du dich immer, warum man so viel Streit in seinem Umfeld hat. In der Familie, im Arbeitsumfeld oder bei den Nachbarn oder so. Warum habe ich eigentlich immer Streit mit denen? Gott möchte das wiederherstellen, möchte, dass du ein Friedensstifter bist, dass Freundlichkeit in dein Leben kommt. Das sind die Früchte des Heiligen Geistes. Wie gesagt, du kannst auch vielleicht Befreiung erleben, in jeglicher Form. Du kannst bei Gott wahre Liebe empfangen. In Epheser 4, 22 steht, ihr sollt euer altes Leben wie alte Kleider ablegen. Also die Rettungsweste kann wieder zur Seite, auch die andere Talare, mit denen wir uns manchmal schmücken. Folgt nicht mehr euren Leidenschaften, die euch in die Irre führen und euch zerstören. Manchmal tun Menschen Dinge, die einen zerstören, bewusst oder unbewusst.
Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Jede Veränderung fängt im Kopf an und endet in einer Tat im optimalen Fall. Und da gehört auch unser Mund zu, indem er positive Dinge ausspricht. Lasst euch in eurem Denken verändern und euch innerlich ganz neu ausrichten. Zieht das neue Leben an, wie ihr neue Kleider anzieht. Ihr seid nun zu neuen Menschen geworden, die Gott selbst nach seinem Bild geschaffen hat. Jeder soll erkennen, dass er jetzt zu Gott gehört und so lebt, wie es ihm gefällt. An dir und an mir soll es erkennbar sein, dass es Gott gibt. Gelingt uns das immer? Nö. Wer schon länger mit Jesus unterwegs ist, weiß, dass es auch schon mal Plumps gemacht hat und oh, ich habe versagt. Aber, wie heißt es so schön, aufstehen, Krone richten, weitergehen. Also, wieder hochkommen, sich ermutigen lassen, dafür ist übrigens Gemeinde auch da. Wir ermutigen uns gegenseitig. Das trainieren wir hier auch ganz ordentlich in der Gemeinde. In 2. Korinther 5,17 heißt es dann auch, gehört also jemand zu Christus, dann ist er ein neuer Mensch. Was vorher war, ist vergangen. Etwas völlig Neues hat begonnen. Das, was ihr als Täuflinge hier erleben werdet, kann ich euch jetzt schon verraten. Ihr habt nur mal an der Herrlichkeit Gottes gekratzt. Alle, wie ihr da seid, da gibt es noch ganz, ganz, ganz viel mehr zu entdecken. Übrigens, die Taufe rettet nicht. Du fragst dich vielleicht, wieso muss man eigentlich gerettet werden als Christ? Ich bin auch ein ganz ordentlicher Mensch. Wieso muss ich eigentlich gerettet werden? Die Bibel sagt, dass alle gesündigt haben. Sozusagen alle waren abgeschnitten von Gott. Sünde heißt nicht, oh, ich habe ein Stück Schokolade zu viel gegessen, so wie ich. Sondern Sünde, biblische Sünde ist, du bist getrennt von Gott. Du gehörst gar nicht zu Gott. Aber du hast nicht nur heute, du hast jeden Tag die Möglichkeit, umzukehren und Ja zu sagen zu Jesus, was er am Kreuz für dich getan hat. Dass die Einladung steht, jeden Tag, egal ob das hier in der Gemeinde ist, in einer anderen Gemeinde oder du machst das zu Hause ganz für dich alleine ab. Also du machst mit deinem Leben Gott sichtbar. Auch ich auch. In der Gemeinde, in der Familie. Vielleicht bist du der einzigste Christ in der Familie. Wir haben einige. Und da geht es manchmal kontrovers zur Sache, wenn einige zu Gott gehören und einige nicht. Oder auf der Arbeit. Ich hatte bei den Vorbereitungen die Vorstellung, wie wäre das eigentlich, wenn die ganze Gemeinde mal mit zur Arbeit käme? Da würde ja Welt und Arbeit zusammenprallen. Oder andersrum. Die ganze Firma kommt hier mal in Gottesdienst. Was würde das auslösen? Das wäre schön herausfordernd für uns. Aber da wäre ich gespannt, wie das sein würde. Durch die Taufe bezeugst du also, dass du zu Jesus und seiner Gemeinde gehörst. Das werden wir gleich hören. Das ist ein echter Glaubensschritt. Wenn wir Christen sind, gehen wir Schritte. Wir erleben ein neues Level an Christsein. Du wirst merken, warum sind eigentlich einige Christen U-Boot-Christen? Andere sind sehr laut, viele dazwischen sagen lieber nichts. Du bist berufen, ein Licht und Salz zu sein, so wie wir das schon gehört haben. Noch ein Wort zu Römer 3 und 4. Das kennen die schon länger dabei sind, das Wort. Ihr wisst doch, was bei der Taufe geschehen ist. Wir sind auf den Namen von Jesus Christus getauft worden. Und haben damit auch Anteil an seinem Tod. Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Das ist der Moment, wo ihr unter Wasser seid, oder wir. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seine Auferstehung. Das ist eine Zusage, eine sogenannte Verheißung in der Bibel, dass wir als gläubige Christen diese Auferstehung erleben werden. Übrigens kannst du dir diese Erlösung nicht kaufen oder erarbeiten.
Manchmal denken wir, ich bin doch gut genug, das muss auch reichen. Die Bibel sagt da ganz klar, das reicht nicht. Er wartet auf dein Vertrauen, er will dein Herz, er will dich haben. Es geht um dich, persönlich. Es geht nicht um einen allgemeinen Glauben. Dein zukünftiges Leben ist die Antwort auf das, was du heute hier gehört hast, was du von Jesus gehört hast. Und das neue Leben hat übrigens Gesichter. Und die darf ich dir heute vorstellen. Simon, stell dich mal ein. Simon. Halleluja. Mal wieder hinsetzen. Also ich möchte gleich jetzt ein Interview noch geben, aber ich möchte zu jedem der Täuflinge ein ganz kurzes Statement geben, weil ich mit denen Jens, schon ist die Predigt jetzt zu Ende erstmal? Das gehört eigentlich dazu. Okay. Simon hat sich das Wort ausgesucht, aus Johannes 14,6. Jesus spricht zu ihm: Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Nicht durch mich. Wer diesen Bibelvers mal verdaut hat, der ist so gehaltvoll, wohin Jesus sagt, er ist die Wahrheit. Wo hast du das, dass jemand sagt, er ist die Wahrheit? Jesus sagt es nicht nur, er ist es auch. Man hält es gar nicht für möglich. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist eine Schlüsselbotschaft der ganzen Bibel. Simon, hast du dir ein sehr gutes Wort ausgesucht. Maike, machst du dich auch einmal kurz erheben? Auch ein Gesicht für die Liebe Gottes. Sie hat sich ausgesucht, 1. Korinther 13,8. Die Liebe wird niemals vergehen. Das ist eine Zusage. Bei all dem menschlichen Chaos, was wir hier auf der Erde erleben, erlebt Maike, dass die Liebe niemals vergehen wird. Übrigens, wir alle dürfen das erleben. Sie nehmen diese Liebe, die von Gott ist. Übrigens, diese Liebe, da macht die Bibel Unterschiede. Das heißt einmal, es gibt die sogenannte Agape-Liebe, die göttliche Liebe, und die Phileo, das ist die menschliche Liebe. Wir können nur begrenzt lieben. Gott liebt bedingungslos. Das ist etwas für uns Unfassbares, aber er bietet es an. Finn. Ein Vers, der unsere Familie über Generationen mitgeprägt hat. Oma weiß das. Jesaja 54,10. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht hinfallen, spricht der Herr, dein Erbarmer. Das ist ein ganz gewaltiges Wort. Egal, was in deinem, in eurem Leben kommt, dieser Gott, der steht dir bei. Du kannst dich immer an ihn wenden. Und er wird mit dir die heftigsten Probleme lösen. Mit dir zusammen. Ganz tolles Wort. Nicole. Hat sich auch das richtige Wort ausgesucht. Denn ich habe sie schon viel diskutieren hören. Und wer sie kennt, weiß das, dass sie gerne diskutiert. Deswegen finde ich das Wort, was du dir ausgesucht hast, sehr passend. Psalm 143,10. Lehre mich, so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Lehre mich, so zu leben, wie du es willst, denn du bist mein Gott. Das ist, führe mich durch deinen guten Geist, dann kann ich ungehindert meinen Weg gehen. Das habe ich bei Nicole schon erlebt, dass sie erstmal richtig Feuer gibt, gegen angeht und dann kommt der Geist Gottes und belehrt sie. Und sie ist einsichtig. Und das bewundere ich, wenn Leute sich von Jesus formen lassen. Das bewundert Jesus auch. Mit solchen Leuten kann er was anfangen, die sich formen lassen von ihm. Josie. Josua 1,9. Ja, ich sage es noch einmal. Sei mutig und entschlossen. Lass dich nicht einschüchtern und hab keine Angst. Denn ich, der Herr, dein Gott, stehe dir bei.
wohin du auch gehst. Mut ist etwas, was wir brauchen als Christen. Und da hast du auch ein gutes Wort für dich ausgesucht, weil so wie Josua Mut brauchte, das unbekannte Land zu betreten mit dem Volk Israel im Alten Testament, so wirst du Mut brauchen für das, was vor euch liegt. Auch gemeinsam. Christian! Johannes 4,16. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Und wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Christian, so habe ich dich kennengelernt. Zuerst sehr zurückhaltend, sehr vorsichtig, dem Ganzen sich angeguckt. Und das ist okay. Aber Christian war offen und hat es angenommen. Und die Liebe, wer ihn kennenlernt, spürt die Liebe Jesu, die er ja hat, auch für seine Mitmenschen. Toll, auch mit dir unterwegs zu sein, Christian. Macht Spaß. Mike. Mit Mike habe ich auch eine Spezialstory. Ich durfte vor 2 Wochen in Heide predigen. Und da hatten wir hinterher ein Gespräch. Und Mike, das merkte ich, der brannte schon länger für Jesus. Und er wollte Glaubensgewissheit haben. Die konnte ich ihm zusprechen, auch für ihn beten. Und dann war er letzten Donnerstag hier und hat gesehen, wie wir das Taufbecken aufgebaut haben. Und da war für ihn sofort klar, ich lasse mich taufen. Und so wie ich ihn kennengelernt habe, was hindert es, dass Mike getauft wird? In Jesu Namen. Zum Schluss einmal kurz zusammenfassen, dann geht es auch gleich los. Erstens, Umkehr. Wenn du noch nicht zu Jesus gehörst, du hast heute die Gelegenheit, wenn du seine Stimme hörst, dann verhärte dein Herz nicht, sondern sei offen dafür. Sag ja zu Jesus. Er kommt in dein Leben, überraschenderweise. Und der Heilige Geist ist real erfahrbar. Sterben und auferstehen. Die Taufe ist ein Schritt, das muss nicht heute sein, aber selbstverständlich laden wir auch heute noch Leute ein, sich taufen zu lassen, wenn Gott dich so im Herzen berührt hat, dich so getriggert hat, dann haben wir ein kurzes Gespräch und dann darfst du dich auch taufen lassen. Und dann wartet da als drittes ein neues Leben auf dich. Ein Leben, was nicht mehr 20, 30, 40 Jahre ist, das Ewigkeit. Die Bibel verspricht uns Ewigkeit. Soweit können wir gar nicht denken, weil Jesus sagt es selber, ihr versteht nicht mal die irdischen Dinge. Wie könnt ihr die himmlischen Dinge verstehen? Gott ist hier mitten unter uns. Ich würde einmal mit uns beten. Und wer möchte, kann dazu aufstehen. Lieber Vater im Himmel, ich will dir von ganzem Herzen danken für unseren Gottesdienst, unsere Versammlung hier, Herr. Danke, dass du hier mitten unter uns bist. Danke, dass du rufst, Herr. Du hast damals zu deinen Jüngern gesagt, komm, komm und folge mir nach. Komm und folge mir nach. Herr, das rufst du heute genauso in die Gemeinde hinein. Auch die, die noch nicht zur Gemeinde gehören. Komm, folge mir nach. Du kannst dein Leben Jesus Christus anvertrauen im Gebet, alleine. Oder du suchst dir jemanden in der Gemeinde, der mit dir betet, wenn dir es schwerfällt. Und dann hält er ein neues Leben für dich bereit. Er kehrt die Scherben, Scherben in deinem Leben zusammen und macht wieder wie den Spiegel was Ganzes draus, aus deinem Leben, aus meinem Leben. Und dann erlebst du die Herrlichkeit Gottes. Der Heilige Geist, ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt hier kommst, dass du Herzen anrührst, dass du sprichst. Manchmal sprichst du hörbar. Manchmal schenkst du Bilder, du schenkst Visionen, schenkst Träume und wir können dich erleben, können dich erkennen, Jesus. Und so beten wir, Heiliger Geist, dass du das angefangene Werk auch heute weiterführst und zu Ende führst, so wie du es verheißen hast, Herr. Und so freuen wir uns an dich, Herr, an die Täuflinge, an die Gemeinde und an all dem, was du für uns, für mich getan hast. In Jesu Namen. Amen. Amen.